Herzlich willkommen beim Junior Sales Lehrlingswettbewerb der Sparte Handel. Das Ziel? Verkaufschampion des Landes 2016 zu werden. Die Gelegenheit für die Nachwuchstalente der verschiedensten Branchen zu beweisen, was sie drauf haben. Unsere steirischen Lehrlinge leisten tagtäglich Großartiges, indem sie sich zu zukünftigen Fachkräften ausbilden. Das ist mit den Unternehmern gemeinsam ein Teil unserer Erfolgsgeschichte in der Steiermark, dass eben die Jugend mit voller Begeisterung versucht, die bestmöglichen beruflichen Skills zusammenzubekommen. Wenn man sieht, wie sie aufgetreten sind, mit welcher Selbstsicherheit, wie authentisch, ist hervorragend. Eine kompetente Ausbildung für Lehrlinge ist sehr wichtig, weil das die Zukunft der Lehrlinge bestimmt, dass sie dann am weiteren Lebensweg auch immer profitieren können davon. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, weil nur mit sehr gut ausgebildeten Fachkräften können wir auch die Zukunft meistern. Dieses Land ist ein wunderschönes Land, hat aber nur einen Rohstoff und der ist der wichtigste, das ist unsere Jugend, das sind unsere Fachkräfte, die Fachkräfte der Zukunft. Die Challenge? Die Ware professionell und souverän an den Kunden zu bringen. Und das haben die Jungprofis natürlich mit Links gemeistert. Denn schließlich haben sie gelernt, worauf es dabei ankommt. Beim Verkaufen kommst du auf eine sehr gute Beratung, dass er authentisch bleibt, der Verkäufer, und der, der kauft, soll Freude daran haben, dass er viel gekauft hat. Dass sie mich richtig beratet. Das ist natürlich ganz wichtig. Und dass sie mir nicht etwas verkauft, wo sie sich denkt, naja, die versteht es eh nicht. Wenn ich gut beraten werde, komme ich wieder. Und vielleicht auch einen bisschen, wie sagt man so schön, einen Schmäh, einen Witz, ein bisschen so, ja, so einen persönlichen Schmäh, könnte man sagen. Ein Lehrling braucht sicher gute Voraussetzungen, ist Teamfähigkeit, soziale Kompetenz und er muss auch kompetent gegenüber den Kunden sein. Was man als guter Verkäufer braucht oder beziehungsweise mitbringen muss, ist erstens einmal das Allgemeinwissen. Man muss wissen, von was man redet. Teamfähigkeit, offen sein für Neues und vor allem auch Flexibilität. Ich würde sagen, die Bedarfsermittlung beziehungsweise auch die Argumentation, was der Kunde haben will beziehungsweise was gut ist für ihn. Meine Stärken sind auf jeden Fall die Freundlichkeit und dass sie mich einfach in einen Kunden hineinversetzen, so versuche ich immer. Auch wenn ein Kunde jetzt zum Beispiel unfreundlich ist, versuche ich immer freundlich zu bleiben, weil das ist eigentlich meine Aufgabe als Verkäufer auch. Wahrscheinlich bin ich eher ein problemloser Einkäufer, weil ich eine kurze Verweildauer im Geschäft habe. Also ich bin relativ unkompliziert, ich lasse mich sehr gerne beraten, weil ich richte mich natürlich an dem und gehe natürlich auch davon aus, dass mir da das Richtige anbietet und auch die Wahrheit sagt. Ich würde mir selber was abkaufen, weil ich glaube, dass ich ehrlich bin. Ich weiß, wie es ist, als Verkäufer zu sein, also versuche ich als Kunde eigentlich relativ einfach oder unkompliziert zu sein. Ja. Aber ich würde gerne mal bei mir einkaufen kommen, um zu sehen, wie das bei mir so ist, aber das ist leider nicht möglich. Und sie hat die Jury überzeugt. Ich war so extrem nervös, ich habe einfach drauf losgeredet. Aber es ist dann eigentlich nicht so schwer. Man hat sich nur auf die Kundin konzentrieren müssen und dann ist es gegangen, wenn man das Publikum ausblendet. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Bei diesen talentierten Fachkräften von morgen ist man als Kunde in den besten Händen.